Was brauchst du eigentlich alles, um eine eigene Social Media Agentur zu gründen? Hi und herzlich willkommen auch hier wieder in einem brandneuen Video auf dem SMMA TV-Kanal. Mein Name ist Max Weiß und ich möchte euch heute hier in diesem Video einfach mal fünf Dinge mit an die Hand geben, was ihr wirklich braucht, um eine Social Media Agentur zu gründen. Denn das ist tatsächlich genau die Frage, die ich fast auch immer in meinem Fragesticker bekomme. Hey, was brauche ich überhaupt, um zu starten? Was für Skills und so weiter und so fort, was für Equipment. Und genau das werde ich euch heute hier in diesem Video beantworten. Bevor wir jetzt aber auch zum allerersten Punkt kommen, gibt es natürlich auch wieder in diesem Video hier eine Blue Light Brille zu gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist im Endeffekt nur einen Kommentar hier unter das Video schreiben, das Video liken, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, sodass ihr auch kein Video mehr verpasst. Und dann losen wir direkt im nächsten Video wieder aus, wer gewonnen hat. Jetzt kommen wir aber zum Punkt Nummer 1. Und zwar, du brauchst ein Gewerbe. Und ein Gewerbe ist im Endeffekt etwas, was jeder von uns anmelden kann. Du musst dazu nur zur Gemeinde gehen und zu deiner Stadt gehen. Kostet ungefähr zwischen 20 bis 35 Euro. Und dann hast du praktisch dein eigenes Einzelunternehmen angemeldet. Wenn du unter 18 Jahre alt bist, dann brauchst du entweder die Zustimmung deiner Eltern oder du musst durch so ein gewisses Prüfverfahren, wo du dann geprüft wirst, ob du auch wirklich schon selbst ein Einzelunternehmen führen kannst und so weiter. Aber auch hier gibt es natürlich die Möglichkeit, auch unter 18 ein Gewerbe anzumelden. Dazu muss man sagen, man kann natürlich auch gleich direkt andere Rechtsformen anmelden als beispielsweise ein Einzelunternehmen. Du kannst eine UG anmelden, eine GmbH anmelden, eine GbR anmelden und so weiter. Wenn du dazu mehr erfahren willst, dann check einfach mal das Video zum Thema Rechtsformen hier auf dem Kanal ab. Da habe ich auch wirklich nochmal alles Step by Step für dich erklärt. Kommen wir zum Punkt Nummer 2 und zwar, du brauchst einen Laptop. Ich habe damals hier mit diesem Kollegen gestartet, ist ein 200 € Laptop von Amazon, habe ich mir den einfach geholt. Zieht euch mal rein, wie klein dieser Bildschirm ist. Und mit dem habe ich gestartet, mit dem habe ich meine allerersten Kunden bearbeitet und so weiter. Ich habe mir dann auch natürlich, wo die ersten Kunden drinnen waren, eins meiner ersten Investments war dann eben auch ein MacBook, weil ein Laptop ist für dich natürlich sehr, sehr wichtig als Online-Unternehmer, denn du hast im Endeffekt eine digitale Marketingagentur, du musst online gewisse Dinge für die Kunden abwickeln und so weiter. Da ist es schon wichtig, einen Laptop zu haben. Und wie gesagt, du musst jetzt nicht mit einem MacBook starten. Es reicht auch ein 200-Euro-PC, ist das beste Beispiel. Aber wichtig ist, dass du einen hast. Kommen wir zum Punkt Nummer 3 und zwar ist das ein Handy. Auch hier muss es nicht unbedingt ein iPhone sein oder das neueste iPhone oder irgendwas super Teures. Wichtig ist einfach nur, dass du telefonieren kannst, dass du Instagram installieren kannst und so weiter, um eben auch Kunden betreuen zu können. Und ich kann dir auch empfehlen, dass du einfach beispielsweise ein Handy zum Telefonieren hast und ein Handy hast wirklich für deine Kunden, dass du dort einmal das WhatsApp drin hast, die Instagram-Accounts drin hast und so weiter. Und ohne Handy kannst du sehr, sehr schwierig eine Social Media Agentur führen. Deswegen auf jeden Fall Punkt Nummer 3, Handy. Jetzt kommen wir zum Punkt Nummer 4 und zwar ist Punkt Nummer 4 ist kein Equipment oder sonst was, sondern es ist ein Skill, den du dir aneignen musst und zwar Vertriebsskills. Es ist super wichtig, dass du anfängst zu verkaufen und vor allem eben auch verkaufen zu lernen, weil wenn du eine Agentur hast, ist eins der wichtigsten Dinge natürlich Kunden zu generieren. Das ist genau das, was dir im Endeffekt am Ende auch Geld bringen wird, was dich dazu bringen wird, dass du ein großes Unternehmen aufbaust mit Mitarbeitern, mit Geschäftsführer und so weiter. Da ist es natürlich super wichtig, dass du verkaufen lernst. Und keine Sorge, auch ich habe damals, als ich angefangen habe, nicht gut verkaufen können. Ich hatte Angst, wenn ich das Handy in die Hand genommen habe und Leute anrufen musste. Ich habe da teilweise davor gezittert, weil ich damals einfach ein sehr, sehr, ja, wie sagt man, introvertierter Mensch war. Ich war sehr, sehr schüchtern, aber auch ich habe es geschafft, im Endeffekt trotzdem
Kunden zu generieren. Deswegen verkaufen und sich Verkaufsskills aneignen, kann jeder von uns und kann jeder von uns lernen. Und wenn du deine ersten paar Kunden drinnen hast, wenn deine Agentur gut anläuft, dann kannst du dir auch direkt Unterstützung natürlich im Bereich Vertrieb holen. Deswegen, wie gesagt, Punkt Nummer 4 sind Vertriebsskills. Kommen wir zum Punkt Nummer 5. Und zwar Punkt Nummer 5 ist natürlich wichtig, um dem Kunden auch operativ ein sehr, sehr gutes Ergebnis zu liefern, damit er dich dann auch weiterempfiehlt, damit er weitere Produkte bei dir kauft und so weiter, damit du praktisch diesen Pro-Kopf-Umsatz immer weiter steigern kannst. Und das sind natürlich die Marketing-Skills. Du musst natürlich deinem Kunden gewisse Strategien liefern können. Wie kann der seinen Umsatz steigern? Wie kann der mehr Mitarbeiter reinholen? Wie kann der sein Instagram aufbauen und so weiter? Aber auch hier ist es so, du musst nicht der geborene Marketer sein, sondern auch du kannst dir das innerhalb von wenigen Wochen, wenigen Tagen alles reinziehen, lernen, umsetzen, schauen, was für dich gut funktioniert, für deine Kunden gut funktioniert, was eher nicht so gut funktioniert und so weiter. Und dann bist du da eigentlich auch schon sehr, sehr gut aufgestellt. Wichtig ist nur, dass du eben anfängst, deine Marketing-Skills aufzubauen. Und wenn du diese 5 Punkte wirklich beachtest und vor allem eben auch umsetzt, dann kann ich dir garantieren, du bist ready, deine eigene Social-Media-Agentur aufzubauen. Wichtig ist eben noch, dass du allgemein diszipliniert bist und dass du ein gewisses Durchhaltevermögen hast, denn es ist ganz normal im Unternehmertum, dass am Anfang vielleicht mal gewisse Dinge schief gehen, dass du am Anfang vielleicht mal viel Zeit in etwas reinsteckst, aber vielleicht noch nicht so viel bei rumkommt. Aber da ist es eben wichtig, ja, nicht aufzugeben, weiterzumachen, diszipliniert zu sein. Und wenn du diese Sachen auch noch beachtest, dann steht dir eigentlich nichts mehr im Weg. Wenn du allgemein daran denkst, deine eigene Social Media Agentur aufzubauen oder eben deine jetzige Agentur auf das nächste Level zu bringen, dann lade ich dich sehr, sehr herzlich für ein kostenloses Telefonat einfach mal mit mir in den nächsten Tagen ein. Alles, was du dafür tun musst, ist einfach nur die Links in der Videobeschreibung abchecken. Dort kannst du dich eben für das Telefonat eintragen. Und ansonsten würde ich mich natürlich auch sehr über ein Feedback zu diesem Video freuen. Schreib das einfach gerne unten in die Kommentare, auch gerne ein paar Videovorschläge, was ihr sehen wollt zum Thema Agenturaufbau, Agenturskalierung. Abonniert noch den Kanal, damit ihr wirklich auch kein Video mehr verpasst. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ich würde sagen, wir sehen uns dann auch wieder im nächsten Video. Bis dahin, euer Max. Ciao.